Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu der vierten Folge der Borussia Mönchengladbach-Karriere. Herzlich willkommen wieder mal im Borussia-Park, könnte man sagen. Wir starten rein in den Monat November und ja, wir starten auch direkt mit unserem Programm. Zwar haben wir einen geilen Monat vor uns, drei Bundesliga-Partien, ein Spitzenspiel ist auch dabei gegen Borussia Dortmund und dann noch zum Abschluss der Folge spielen wir selbst im DFB-Pokal gegen Bayern 04 Leverkusen. Nach dem Riesenkrimi in der letzten Folge geht es jetzt an einen richtig harten Gegner ran. Wir haben den ersten Bericht des Jugendscouts gekriegt und ich zeige euch diese Spieler, die wir halten können. Jonathan Schneider, der kommt in die Jugendabteilung, der sieht ziemlich vielversprechend aus. Wie auch Ralf Herrmann, ziemlich gut. Es war schon in der letzten Folge das Thema Vertragsverlängerung. Ein paar Spieler oder ein paar Verträge laufen aus und jetzt gehen wir ran ans Verlängern. Und wir starten gleich mit Jan Sommer. Diesen Vertrag würde ich sehr gerne verlängern. Er ist 33 Jahre alt, er hat nicht mehr so viele Jahre vor sich, hat ein gutes Rating, er passt zu Gladbach und deshalb will ich ihn halten. Ich habe keinen Fehler gemacht, wir machen den Vertrag von Jan Sommer Anfang nächsten Monat. Toni Janschke, sein Vertrag wird nicht verlängert, er ist 32 Jahre alt, er hat nicht mehr so viel für uns zu erreichen. Vielleicht beendet er seine Karriere nach dieser Saison, das wäre eigentlich das beste Szenario. Christoph Kramer möchte ich verlängern, er bringt seine Leistung, hat ein gutes Rating und ist zufrieden, wenn er nicht Stammspieler ist. Christoph Kramer hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und bleibt bei uns bei den Fohlen. Bei Lars Stindl bin ich extrem unschlüssig, aber auch hier würde ich den Vertrag auslaufen lassen, damit wir nächstes Jahr so etwas Neues kaufen können. Er ist zwar unser Kapitän, er bringt die Leistungen, aber was die Zukunft angeht, macht es einfach keinen weiteren Sinn mehr. Rami Benzebaini, weiß ich nicht. Er bringt geile Leistungen und deshalb will ich ihn halten. Rami Benzebaini unterschreibt für 3 Jahre. Ich habe ihm nur 1 Jahr angeboten, aber er wollte unbedingt 3. Dann machen wir das auch. Aber seine Freigabesumme bleibt bestehen, auch wenn sie nicht ziemlich hoch ist. Es wäre einfach nur realistisch, wenn ein passender Verein kommt und das zahlen will. Jan Olszowski will ich verlängern. Ich plane ihn sogar als Nummer 2 ein für die nächste Saison. Und mit verlängern und mit Plan meine ich langfristig. 4-Jahres-Vertrag für den jungen Torhüter. Mika Schröers werde ich nicht verlängern. Wir haben keine Flügel. Er ist nicht wirklich gut. Das reicht einfach nicht. Und Tobias Sippel wird auch nicht verlängert. Ist einfach schon zu alt. Und wir haben Jan Olszowski, den ich nächstes Jahr einplanen will. Joe Skelly wird absolut verlängert, wie auch Markus Thuram. Joe Skelly unterschreibt einen 4-Jahres-Vertrag und Markus Thuram will 3 Jahre beim Verein bleiben, das passt doch. So, wir springen rein in unsere erste Simulationspartie, zwar gegen den FC Augsburg. Links seht ihr die Aufstellung des FCA. Martin im Tor, Jako, Udua, Kaiho, Leo, Gumni. In der Vierer-Mittelfeldkette ist Jensen, Dorsch, Grueso, Puado und vorne im Sturm Florian Niederlechner und Giacomo Marquis. Unsere Startelf besteht aus Jan Sommer, Benzebaini, Friedrich Scheer, Skelly, Neuhaus und Weigel im Mittelfeld, offensiver dann Stindl und Hofmann und vorne im Sturm Markus Thuram und Johnny Burkhardt, eigentlich unsere Bestbesetzung. Und das ist das frühe 1:0. Unser Kapitän Lars Stindl trifft zum 1:0. Und das ist das 2:0. Johnny Burkhardt trifft für uns. 3:0, der eingewechselte Tom Koch trifft. Das Spiel ist aus, wir gewinnen 3:0 in Augsburg. Souveräner Sieg und Tom Koch trifft wieder mal. Wir springen gleich in dieses Spitzenspiel. Der Tabellenfünfte Gladbach trifft auf den Tabellendritten aus Dortmund. Wir starten rein mit Jan Sommer, Benzebaini, Friedrich Scheer, Atal, Neuhaus und Weigel im Mittelfeld, Stindl und Hofmann offensiver, Thuram und Burkhardt ganz vorne in der Spitze. Die Startelf von Dortmund sieht so aus. Kobel im Tor, Guerrero, Schlotterbeck, Süle, Morey. Auf dem Mittelfeld auf der 6, Bellingham mit Emre Can. Auf der 10 dann Julian Brandt. Auf der Flügel ist Hazard und Karim Bellarabi. Und vorne im Sturm ist Sebastian Haller. Das wird eine geile Partie, geile Transfers. Und somit, let's go. Der Anpfiff ist geglückt hier im Borussia-Park. Dortmund in den schwarzen Trikots von der rechten Seite nach links. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Spitzenkampf. Thuram nach oben auf Benzebaini, der mit der Flanke auf Burkhardt. Burkhardt mit dem Kopfball. Und Gregor Kobel mit der ersten Parade. Jetzt Youssef Atal am Ball. Oh, gut gespielt auf Thuram. Thuram mit Platz, Thuram mit dem Außenriss, das war ein bisschen arrogant, wenn man sieht, was man draus machen kann.
Bellarabi, gut gespielt auf die rechte Seite auf Morey. Morey mit dem Abschluss und Jan Sommer mit seiner ersten Parade. Julian Michael, nicht gut gespielt. Nicht gut gespielt. Sebastian Haller, gut gespielt in die Mitte. Und Julian Brandt macht hier ein Wahnsinnstor. Schön akrobatisch und dann rein ins Netz. Und das ist bitter. Nach 25 Minuten könnte man sagen, dass wir gut die Oberhand hatten. Aber Dortmund macht dann aus unserem Fehler direkt das 1:0. Guerrero. Gut gespielt auf Haller. Haller, gut gespielt auf Brandt. Und Brandt an den Pfosten. Lars Stindl verliert hier den Ball an Emre Can. Bellarabi. Gut gespielt auf Brandt. Ja, und das ist das 2:0. Jude Bellingham. Und wir sind komplett aus der Fassung. Und Dortmund spielt sich hier wahrscheinlich in einen Rausch. 30. Spielminute, 2:0 für die Gäste. Neuhaus. Fehlpass von Neuhaus. Emre Can fängt hier die Bälle super ab. Haller gut durchgesteckt auf Brandt. Und das ist das 3:0. Wir fliegen komplett auf die Fresse. Da passt hinten und vorne nichts. Wir sind einfach aus der Fassung. Das ist unglaublich. Und schon hier der nächste Fehlpass. Julian Brandt. Da ist Natal. Der passt hier gut auf. Hofmann sieht hier auf der linken Seite Lars Stindl. Aber ja, Gregor Kobel ist hier ein bisschen schneller. Und das ist der Halbzeitpfiff. Enttäuschende Halbzeit. Wir haben gut gestartet, aber haben dann das Spiel komplett aus den Händen gegeben. Bellarabi gut gespielt auf Brandt, wieder auf Jude Bellingham. Und der Abschluss von Haller nicht ungefährlich. Jan Sommer fängt aber den Ball und leitet hier den Konter ein. Ich behalte euch drin in dieser Szene. Ben Sebaini läuft hier durch. Ben Sebaini jetzt auf sich alleine gestellt. Vielleicht in der Mitte noch Thuram. Aber dann kommt dieser Scheißpass. Und das ist natürlich für nichts. Stindl auf Hofmann. Hofmann jetzt auf Thuram. Nein. Ich weiß nicht, was sagen. Das ist doch ein Elfer. Wir wechseln. Markus Thuram kommt raus. Und Tom Koch kommt rein. Dann Neuhaus kommt raus. Und Manu Kone, Weigl und Kramer tauschen auch die Plätze. Das ist einfach mal der Dreifachwechsel, den ich jetzt mal mache. Haller zieht ab und Sommer mit der nächsten Flugparade. 60. Spielminute, wir machen noch unsere beiden letzten Wechsel. Stindl kommt raus und Hermann kommt rein und dann bringen wir noch Luca Netz für Benzebain. Ballverlust. Und jetzt ist hier der Gegenangriff. Jonathan Tah macht mächtig Dampf hier als Außenverteidiger. Dahoud gut gespielt und Brandt scheitert am überragenden Sommer. Nächste Ecke für Hazard. Die kommt gefährlich und Schlotterbeck mit dem 4:0. Das ist ein Trauerspiel. Mir fehlen echt die Worte, wir spielen nicht schlecht, aber wir bringen einfach keine offensive Aktionen her. Und dann, ja, klatscht es hinten, ich weiß nicht was rein. Brandt. Brandt zieht ab und Sommer mit der nächsten Parade. Ja, Hazard ist aber immer noch gefährlich drin. Hazard, Bellingham, ganz knapp vorbei. Das Spiel ist aus, wir verlieren zu Hause gegen Dortmund im Borussia Derby mit 4:0. Das ist einfach nur bitter. Ja, nach der enttäuschenden Niederlage gegen Dortmund geht es rein in die Partie gegen den FC Köln. Es wird eine simulierte Partie. Ja, die Aufstellung von Köln ist Schwebe, Pedersen, Hüber, Soldo, Malo, Skiri und Martel auf der 6, Meiner, Uth, Ljubicic im offensiven Mittelfeld und vorne im Sturm ist Charlis Adamian. Unsere Startelf ist Sommer, Netz, Itakura, Scher, Skelly auf der 6, Julian Weigl auf der 8, Kone auf der 10 haben wir Stindl und Hofmann und vorne im Sturm wie gewohnt Thuram mit Johnny Burkhardt. 1:0, Lars Stindl trifft, 45. Spielminute, 1:0 hier im Rhein-Derby. Ein 1:0 Sieg, unser Kapitän schießt uns zum Erfolg und ich muss mir wirklich langsam Gedanken machen, ob ich vielleicht Lars Stindl doch behalten will. So, wir springen rein ins Achtelfinale im DFB-Pokal, unsere Startelf ist Sippel, Benzebaini, Friedrich, Janschka, Tal, Neuhaus, Kramer, Hermann, Ngumu und vorne im Sturm Thuram mit Meshak Elia. Es ist eine gute B11, dafür sind wir alle fit und wir sehen die Leverkusener Jungs, die sind müde und das ist Bourneau im Tor, Tapsoba, Hinsapie, Saliba, Saint-Maximin, Wirtz, Andrich, Canales, Hudson-Odoi, Schick und Frimpong vorne auf dem rechten Flügel. Ein bisschen speziell, aber es ist eine wahnsinnsstarke L4 von Leverkusen. Am Pfiff im Borussia-Park, das Pokal-Achtelfinale gegen Bayern 04 Leverkusen ist gestartet. Wir spielen in den weißen Trikots von der linken Seite nach rechts
Und wir hoffen, dass es heute nicht so ein Spektakel wird wie letztes Mal und dass wir das sicher nach 90 Minuten für uns entscheiden können. Hudson Adoy scheitert hier an Flo Neuhaus und jetzt der Konter. Marcus Thuram nimmt hier ein bisschen das Tempo raus. Wieder auf Thuram. Thuram in der Mitte ist Elia. Elia wird angespielt. Elia scheitert hier. Schwacher Abschluss vom vom kleinen gewachsenen Stürmer. Saint-Maximin scheitert hier an Ngumu. Ngumu gut gespielt auf Elia. Meschak Elia. Ja, gut gehalten von Bono. Jetzt zu zweit sind wir dort, aber können uns nicht durchsetzen. Saint-Maximin. Wird's aber jetzt ist Tobias Sippel. Mit den Händen am Ball. Neuhaus, gut gespielt auf Hermann. Der auf Thuram. Thuram auf Meschak Elia. Der weiß, wie man den Pokal Tore schießt. Meschak Elia! 1:0 nach 31 Spielminuten. Der kleingewachsene Stürmer aus dem Kongo macht hier das 1:0. Unsere Nummer 11. Schon sein drittes Tor im zweiten Spiel hier im DFB-Pokal. Wir führen im Achtelfinale gegen Leverkusen. Was ist das denn? Wer jetzt läuft einfach durch? Wirtz läuft durch und das ist der direkte Ausgleich. What the fuck? Was war das denn bitte? Ja, so schnell kann es gehen. Ich war nicht wirklich bei der Sache wahrscheinlich und dann sieht das ziemlich schwach aus von unserer Abwehr. Ngumu macht heute eine wirklich gute Partie. Jetzt Christoph Kramer Ball. Der flankt hier früh auf Elia. Der mit dem Kopf, aber Bono ist da. Sergio Canales auf Frimpong. Gut gespielt, Patrick Schick, schwacher Abschluss, aber dann ist da das 2:1, weil, ich weiß auch nicht, einfach Schwanztor, wenn ich ehrlich bin, das ist, hä, was macht hier Sippel und, weiß doch auch nicht, das ist einfach zum Verzweifeln, wenn man solche Tore kriegt. Ich meine, es ist schon nicht gut verteidigt, aber guckt, wie dieser Ball zu Hudson Adoy kommt, das hat nichts. Ja, ich weiß auch nicht. Ihr hört es vielleicht, nach 40 Minuten bin ich ein bisschen gebrochen, denn es ist 2:1 für Leverkusen und ich kann mir nicht erklären, wie dieses Tor zustande kam. Wirtz zieht ab und... What the fuck? Was ist das? Mann, wie will man das verteidigen und was ist das bitte für ein Schuss von Florian Wirtz? Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Immer wenn wir ein Tor kriegen, spielt sich der Gegner in einen absoluten Rausch. Was für ein Traumtor von Wirtz. Thuram wieder auf Elia. Elia auf Thuram. Ngumu läuft mit. Ngumu mit der Chance, aber er scheitert an Bono. Letzte Möglichkeit hier vor der Halbzeit. Neuhaus mit der Ecke auf Benze Baini. Der Ball ist noch heiß. Nein, ist er nicht mehr. Das sollte der Halbzeitpfiff sein. 3:1 für Leverkusen und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Drei Scheißtore auf gut Deutsch gesagt. Aber wir haben gegen Regensburg bewiesen, dass alles noch möglich ist. Jetzt ist Marcus Thuram am Ball. Der zieht einfach mal nach außen, aber bleibt im Ballbesitz. Marcus Thuram, der macht heute eine ganz stramme Partie. Jetzt mit der Flanke auf Elia und der mit dem Kopf und wieder Bono, der hier den Ball halten kann. Boah, Zahl blockt hier den Schuss ab. Andrich und auch der mit einem Wahnsinns-Außenrechtsschuss. 58 Minuten sind gespielt, wir wechseln. Patrick Herrmann kommt raus und Jonas Hofmann kommt rein. Neuhaus kommt raus und Kone kommt und auf der 6 kommt noch Julian Weigel. Und anstelle von Meschak Elia kommt noch Tom Koch rein. Und damit wir alle Wechsel gemacht haben, kommt noch Itakura rein für Janschke. Und wir gehen ein bisschen offensiver rein jetzt, denn wir brauchen 2 Tore, damit wir in die Verlängerung kommen. Kone macht das Weltklasse. Koch auf Thuram. Jetzt Jonas Hofmann. Jonas Hofmann mit der Flanke auf Koch und der mit dem 3:2 Anschlusstreffer. Der junge Tom Koch trifft zum zweiten Mal in dieser Folge. Und er schießt verdammt viele Tore für seine erste Bundesliga-Saison. Und jetzt ist die Hoffnung zurück. 63. Spielminute. 3:2 der neue Spielstand. Torschütze, die Nummer 28, Tom Koch. Jetzt die Chance für den Konter. Manu Kone auf Marcus Thuram. Jetzt sind die Leverkusener extrem müde. Das fühle ich. Jetzt Tom Koch! Der Jugendspieler mit dem Ausgleich. Und wie eiskalt macht er das bitte? Lässt hier die Verteidigung von Leverkusen stehen und haut den Ball absolut rein. Das muss ich mir noch einmal angucken. Marcus Thuram auf Koch und der eiskalt.
Es wäre ein 30-jähriger Stürmer, der schon 400 Buden gemacht hat. Loschek. Über rechts, Loschek, immer noch am Ball. Loschek. Oh, was ist das denn bitte? Es gibt hier aber einen Freistoß und ich weiß nicht wieso die Chance für Jonas Hofmann, sich unsterblich zu machen. Jonas Hofmann. Jonas Hofmann an dem Pfosten. So, noch 3 Minuten zu gehen hier in der regulären Spielzeit. Benze Baini jetzt am Ball. Benze Baini durch die Mitte. Heieiei, das ist nicht. Doch, jetzt Hofmann. Wieder gut gespielt auf Tom Koch. Tom Koch verliert hier den Ball. Jetzt noch einmal eine Kontermöglichkeit und was für eine. Loschek. Ja, aber jetzt ein langer Ball in die Takura ist hoffentlich da. Verliert aber den Ball. Und dann ist es der Genickbruch. Wir holen ein 3:1 auf und gleichen aus und verlieren dann 4:3 wegen eines Fehlers von Itakura. Und das ist wahrscheinlich der Pokal, das Pokal aus. Vielleicht jetzt noch der Angriff? Nein. Und der Schiedsrichter wird womöglich jetzt abpfeifen. Wir sind raus im DFB-Pokal. Wieder eine spektakuläre Partie, dieses Mal zugunsten unseres Gegners. 4:3 Niederlage. Bitter, würde ich sagen. Bitter, bitter. So, wir beenden die heutige Folge auf dem 5. Tabellenplatz. 23 Punkte. Das sieht ziemlich gut aus. Wir haben eigentlich ganz okay Gegentore. Sonst im Karrieremodus habe ich immer viel zu viele. Wir schießen einfach nicht so viele Tore, sehe ich gerade im Vergleich zu den anderen. So sieht das Viertelfinale im DFB-Pokal aus und wir hätten einfach gegen Nürnberg gehabt. Das wäre so ein easy win gewesen. In der nächsten Folge können wir uns dann gegen Leverkusen rächen, aber das wird dann eine Simulationspartie. Wir spielen natürlich gegen Leipzig und Bayern und dann springen wir schon gleich rein in den Januar. Es wieder heißt Transferphase und Beginn der Rückrunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst doch dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpassen könnt und schreibt einfach mal einen Kommentar für den Algorithmus. Wir sehen uns dann bei der 5. Folge wieder. Ciao, ciao.